Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge auf der Hof Bergmann zusammen mit Luke und Daniel. Hi. Mit dem Bildfunktion zu lassen vergessen. Hi. Das ist uninteressant, weil es steht fett als Kanalinhaber. Ja, nee, aber das ist Tradition. Das machen wir schon seit 44 Bergmann-Folgen plus. Hallo und herzlich willkommen bei TV-Punkt-Simulation. Heute zusammen mit Luki und Daniel. Hi. Hat's jetzt neu angefangen? Nein, ich hab's einfach nochmal gemacht. Das lässt aber alles drin, oder? Ja. Okay. Panzer. Und der Videotitel heißt Luki setzt Werk auf Tradition. Okay, das musst du dir merken. Das klingt gar nicht mal so scheiße. Also du kannst jetzt direkt weitermachen mit deinem Redefluss zu dem. Weil in der letzten Folge, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, hat Noel schon mal darüber gesprochen, was er in seiner Zukunft geplant hat, um genau zu sein. Ja, Katastrophe. Aber ich habe auch vor, dass der Luki zu mir auf den Hof kommt. Weil auf Privatgelände darf der Luki fahren, auch wenn er keinen Führerschein bekommt. Also mich auch nur. Ja. Der ist doch so. Nein, aber da hast du recht, ich weiß es. Und dann bekommt der Luki ein Auto, was halt nicht angemeldet ist, weil er fährt auf Privatgelände, juckt keinen. Also könnte halt auch in das TÜV und so dadurch dann auch nicht mehr gehen und deswegen bremsen nicht so gehen, aber das ist ja alles scheißegal, das ist ja nur der Luki. Auf jeden Fall kann der Luki dann jeden Tag rumfahren und schauen, ob es im Film gut geht. Und ja. Videos machen, ganz wichtig. Na Noel, die kannst du gerne alleine machen. Aber ich kann dich vielleicht mal besuchen kommen, vielleicht. Ich sag mal so, es können mich von mir aus, können mich viele besuchen. Wenn es nach Sarah geht, wird jeder, der besucht wird, beschossen. Aber ich bin auch nett, also die mag sollte Menschen, das oder? Was? Sie mag Menschen. Ja, vor allem Kinder. Ah ja. Ich sag mal so, ab einem gewissen Alter, wenn man halt dann nicht so aufdringlich ist, ist es in Ordnung. Aber wenn man halt dann kommt und sagt so, wo ist die lila Kuh, dann kann es halt sein, dass die Mistkabel in deinem Rücken steckt. Alles klar. Ja nee, Spaß beiseite. Alles schön und gut, aber wir wollen unsere Ruhe haben, sagen wir es so. Man kann auf den Hof ankommen, man kann mal anfragen, ob man helfen kann. Der sagt in der Regel eigentlich keiner. Man sollte schon im Schlafzimmer nicht gestört werden. Ja. Man kann auch mal kommen, vielleicht haben wir auch Ferienwohnungen und dann. Ja, nur man kann mal kommen, ja, das kann mal passieren. Aber wenn jetzt halt jemand täglich kommt und nervt, der wird halt dann von Hunden gejagt. Und glaubt mir, da haben wir gute Hunde für. Dann. Daniel so. Was? Nee, doch. Nee. Ich dachte, Max Hündchen, nein, Hunde. Nachdem die Sarah ja in naher Zukunft 80.000 Hunde haben will. Und das aber dann nicht. Ich dachte, mag es gerne, wenn du Hund spielst. Ich mag Hunde. Und du magst Hunde spielen, oder nicht? Das habe ich nie behauptet. Achso, sorry. Das war deine Annahme. Wenn Daniel mit 10 funktioniert gut. Ja, geht gut. Mit Fahrgassen funktioniert auch. Ja. Dann passt ja das. Haut hin. Aber ich würde es nie mehr hinkriegen. Was ist? Zum selber einstellen. Ich würde es nie selber einstellen können. Ich habe gehört, ich mache dafür ein Video. Ach, das kannst du machen, ja. Wieso bin ich nicht sowas an? Nee, aber ich kann ja mal alles was selbst machen musst. Nachdem der Luki ja auch Mod-Vorstellungen machen kann, können wir einfach mal Tutorials-Videos machen. Und da kann man ja sowas dann auch mit reinpacken. Ja, das kannst du machen, ja. Der, wer hatten wir gedroschen, Kreuz und Pferd, ich glaube, das war der Helfer. Dann nennen wir es am besten immer Tutorial Strich, also Strich von oben nach unten. Dann irgendwie das Thema. LS19 und dann blub blub blub. Und dann ganz hinten kommt dann der Name, wer das gemacht hat. Ob Luki oder Noel. Ich glaube, das hört man sobald das Video an ist, aber. Es geht ja ums Prinzip, damit man weiß, wenn da Noel steht, dass man schon gar nicht erst einschalten braucht. Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Dann wartest du auf Noel. Ich habe das Gefühl, meine Mutter ist da.
habe irgendwie das Gefühl, dass wenn ich jetzt die Ballen einsammeln will, der Armantrag dann doch zu klein wird. Ich habe eher das Gefühl, dass Noel gleich die super Nachricht kriegt, dass ich gleich, wahrscheinlich gleich weg bin. Wie, Niki? Ist so nicht so, als wäre es verwunderlich. Ja, der Armantrag fährt sich gut. Hey, ich fahre nicht so oft Armantrag. Ich wusste gar nicht, dass es auf der Hochbleifahrt regnet, dass dann überall gleich sofort Matschpritzen und so sind. Ist das so? Ja. Wenn du dann mit 40 durchfährst, spritzt der Matsch 2 Meter hoch, so ungefähr. Das passiert. Das ist cool. Blinken, rausfahren, weiter geht's. Fand es echt nicht lustig, dass ich meine Hände, gestern war das, meine Hände gewaschen hab, und sagt, sagt die Lehrerin so, du sollst richtig Hände waschen, nicht nur die Hände abspritzen. Dann musste die ganze Klasse lachen. Oh. Ja, unerwartet, oder? Wer hätte damit rechnen können, dass dann die ganze Klasse lacht? Luki, andere Frage. Hast du jetzt eigentlich ein Mähwerk gekauft, oder was ist mit dem Mähwerk? Was ist mit dem Mähwerk? Ah, okay. Ich bin ja nicht so eine faule Sau wie Noel. Ich weiß schon, weil ich jetzt den nächsten Traktor kaufen dürfen. Was? Dann kommt was Grünes auf dem Hof als nächster Traktor. Okay. Ja, grün, da kommt was Hellgrünes auf dem Hof. Es kommt was Glasgrünes. Sag ich ja. Das ist die Übersetzung davon. Weil jetzt haben alle eigentlich einen eigenen Traktor bis auf Daniel und der hat halt einen armen Traktor. Ja, alle, Digga, du tust so, als wären wir hier so 20 Leute. Sag mal so, Noel hat einen Traktor, ich hab einen Traktor und dem Daniel fehlt ein Traktor. Tut mal nicht so, als wären wir hier so viele Leute. Jetzt kommt denn Daniel später nach. Dann kaufen wir den Daniel einen Traktor, danach kommt Daniel nie wieder. So, Daniel sagt so, haha, Ziel erreicht. Jetzt haben wir einen Traktor gekauft, jetzt kann ich abfahren. Genau. Mensch, ihr habt mich durchschaut. Das ist scheiße. Natürlich belastend. Ja. Bin gelaufen. Aber wenn man vom letzten vom Rade im großen Vierkreis weitergemodelt ist, ist hier armselig. Ja, ah, Luke ist sogar noch auf der Wiese. Ich wollte gerade ein Bild machen, ist aufgefallen, ist beim Regen mache ich kein Bild. Nee, das kommt schlecht. Das kommt sehr schlecht. Es kommt jetzt erst recht schlecht, aber es kommen so Hate-Kommentare, dass wir bei Regen auf dem Feld unterwegs sind. Das ist anders. In der Aufnahme aber, ist das, glaube ich, noch verständlich, aber. Dass wir bei Regen ansehen, ist ja noch das eine, aber dass wir Regen mähen und schwaden und dann simulieren, das ist ja hier. Das ist ungewöhnlich. Das ist schon hart. Was muss man darauf immer antworten? Es ist nur ein Spiel. Aber nein, du weißt ja so oder so, spiele ich eigentlich nur relativ realistisch, muss man ja sagen. Also ich fahre ja auch auf dem Feld eigentlich nur in Perspektive, tatsächlich. Außer bei Arbeiten, wo du sonst nichts siehst. Also Frontladearbeiten mache ich hin und wieder mal in der Außenperspektive, das ist schon. Ja, wenn du mal Frontladearbeiten machst, meinst du, oder? Toll. Ja. Es gibt so ein Sprichwort. Klappe halt. Ach, das ist aber ein interessantes Sprichwort. Habe ich noch nie gehört. Ich habe das Fach Philosophie mehr erklären lassen. Von einem Philosophielehrer. Und? Was ist das für ein komisches Fach? So viele. Kennt ihr Philosophie? Nö. Nö. War ja keine Philosophie. Boah, ey. Ich will jetzt gerade aufgefallen, dass der Arbeitstag ja nicht mehr GPS hat. Philosophie ist halt, man beschäftigt sich halt mit so Fragen, worauf es eigentlich keine richtige Antwort gibt. Und dann philosophiert man halt, was die Wahrscheinlichkeit, das Wahrscheinlichste ist, was davon am sinnvollsten gewesen wäre. Beispiel, wenn man einen dicken Typen auf die Schiene, vor den Zug schmeißt, auf die Gleise, und er dadurch stirbt, aber er dadurch 5 Menschen retten konnte, so ungefähr. So ein Zeugs halt.
Ah ja. Ich weiß, was Luki in seinem Hobby macht. Der Lehrer hat das als Beispiel genannt. Ja, wahrscheinlich, weil er dich gesehen hat. Ich bin auch, Herr Lukas, du solltest dich vielleicht als Walzer selbstständig machen. Lass mich raten, das war ein Herr. Ich hab den Radler nicht verkauft. Ich glaube, der war sogar tatsächlich. Ah. Ja, ich glaube nämlich, der war es tatsächlich sogar. So gut ich bin, gell? Boah, Helfer, sag doch, dass du einfach Platz brauchst. Dann fällt die Laker dir keine Sorge. Minute sind wir denn? Wir haben noch ein bisschen. Ist er schon wieder stehen geblieben? Ja, weil der. Ja, Noel, das war nicht die Frage. Sag dir jetzt nicht, welche Minute wir sind. Sag dir aber, dass wir in der 10. Einheit sind. Alter, wie hast denn du hier gemäht? Wie soll ich denn das hier... Luki, du sammelst mit dem Ladewagen ein, so sieht's aus. Wenn du nicht richtig schwadern kannst, kannst du es vergessen. Ja. Wie soll ich denn das hier schwadern? Sag mir das mal. Ja, das Stück ist mir auch egal, das Stück war ist auch nicht richtig geplant. Es geht hier um den Rest. Und der Rest ja. Ist okay. Den Rest schwadere ich ja ordentlich. Ich habe gehört, wir haben kurz Geld, dass ich das GPS einbaue. GPS drin. Nein, der Amatak hat sowas nicht. Gehört gepflügt. Wir haben Flügel aus. 15.000 Euro, die weggehen. Achso, okay. Wie viel Geld nur allein durch. Aber du so meinst, du musst so Mimimi machen, weil ich konnte, man, hab ich auch die ganze Zeit ohne GPS gemacht. Ja, aber wenn ich ohne GPS war da, dann sieht es aus, als wie du vergiss bist. Es, nein! Dann tauschen wir Traktor, komm. Nein! Solange du nicht so schwer das wie Tino, passt das. Und hier. Ich fahre ja schon wieder zurück. Mit Daniel in die Kiste steigen. Was? Ins Bett. Wer? Daniel und Noel. Ich habe hier gehört, wir arbeiten jetzt die Nacht mit Bild und Schatten jemand, wie geht das? Du und du schaffst Metas, das sind so Kombinationen. Das ist geil, wenn man auf so einer Wiese mäht, wo es keine genaue Begrenzung gibt, wo das aufhört. Scheiße, mein Traktor fährt ja weiter. Nein! Oh. Meine auch. Ja, aber mit 50 km/h. Ah. Aber er hat weiter gemäht. Passt doch. Wieso fahren das sind 40.000 Euro, Noel. Was waren das denn wow. Für eine Zahlung? Bist du denn Minus? Ah, ich glaube, das war die Mietkosten für den LKW und den Kartoffelernter. Und den Radlader. Man kann sagen, hä, der Radler ist gar nicht unser. Nein! So, wusste ich gar nicht. Sollten wir denn auf einmal das Geld haben für so einen Radlader? Haben wir noch Saatgut? Ja, am Hof. Okay. Sonst musst du kaufen. Ich frage dich. Das nächste fällt durch. Okay, das klang ein bisschen komisch. Ich mach gerade das nächste Feld. Minus. Wir können uns dann 300 Euro Kredit aufnehmen, also das lohnt sich richtig. Absolut. Aber es gibt tatsächlich Leute, die solche Kredite aufnehmen, ne?
Ich hatte ja auch noch ein Melez, oder? Ich werde schon allgemein im echten Leben, ich finde es schon krass, sich mit 300 Euro oder so ein Kredit aufzunehmen. Würde ich persönlich nicht machen. Ich habe das ganz miese Gefühl, dass die Saatgutproduktion keinen Rocken nimmt. Ich habe das Gefühl, das könnte das Ding ziemlich realistisch. Mhm. Aber es steht Weizen dort nicht, probier's mal mit Rocken raus, gell? Oder? Wenn die wirklich keinen Weizen, wenn die wirklich keinen kein Rocken nimmt, dann haben wir eventuell ein Problem. Heute in der Freitagsfolge, oder? Nein, ja. Donnerstag. Donnerstag? Ich Erfolg gewählt sind. Nein! Noel? Ja. Sind in der Donnerstagsfolge, oder? Wart kurz. Ja. Morgen ist wieder Wochenende. War das eine Big Bag alles, was wir da hatten? Ja. Okay. Wie war die Folge? Luki, hast du moderiert? Nein, du. Hab okay, ich noch gesagt, dann. Bitte, du sollst nochmal machen. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Servus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut auf Instagram vorbei. Ciao. Ciao.